Leute und willkommen zu einem weiteren Video. In dem heutigen Video geht es um iOS 6.1.3. Es gibt ja schon Gerüchte, dass iOS 6.1.3 demnächst veröffentlicht wird. Es wurde ja schon eine zweite Beta an Entwickler ausgeliefert und Entwicklerquellen besagen, dass mindestens eine der Sicherheitslücken gestopft wurde, die der Evasion Jailbreak ausnutzt. Das heißt, wenn ihr einen Jailbreak habt und ihr updatet und ihr tut ein Update auf iOS 6.1.3 durchführen, dann ist es nicht mehr möglich, den Jailbreak zu verwenden, da die Sicherheitslücken gestopft wurden. Und das könnte vielleicht auch den Untergang für Evasion Jailbreak bedeuten. Ja, mal schauen, was da auf uns zukommt. Des Weiteren wird der Lockscreen-Bug am iPhone behoben, bei dem man am iPhone über den Notruf auf das iPhone direkt zugreifen kann. Das ist nämlich eine Sicherheitslücke und diese wurde geschlossen und dadurch sollte das Betriebssystem wieder etwas sicherer werden. Und mehr Angaben gibt es jetzt auch noch nicht. Man weiß nicht, wann das Software-Update zur Verfügung steht. Schauen wir einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.